Vor 7 Jahren haben wir die ersten Videos hier auf diesen Kanal gestellt. Ich war selber überrascht, als ich das heute herausgefunden habe. Ich bin einfach mal auf meinen Optionsstrategien-Kanal gegangen und da kann man das ja ein bisschen ordnen bei den Videos, ne, nach der Sortierung. Und da habe ich mir geschaut, okay, wann waren denn die ersten Videos? Und das war tatsächlich vor 7 Jahren. Ne? Vor 7 Jahren, da waren das noch so Bildschirmvideos, also wo wir einfach nur den Bildschirm abgefilmt haben. Vor 4 Jahren haben wir dann angefangen, dass ich vor die Kamera gegangen bin. Übrigens, wer das mal machen will, ne, auch sehr, sehr lustig, was sich alles in 4 Jahren so verändern kann, wie man sich auch selbst verändern kann, also unglaublich. Und jetzt ist Folgendes mir ist Folgendes aufgefallen. Und zwar, jetzt ist ja im Laufe der Jahre dieser Kanal hier für so einen Sportensender, ne, hier geht es um Optionen, das ist jetzt nichts, also wir werden wahrscheinlich nie an die Zahlen von Bibis Beauty Place herankommen. Jetzt ist ja hier wahnsinnig gewachsen und es kommen immer wieder noch neue Zuschauer dazu. So, und manchmal, ganz ehrlich, sitze ich so ein bisschen da und denke so, was soll ich überhaupt noch erzählen? Ne? Ich habe doch eigentlich alles schon mal gesagt. Und aus dem Grunde haben wir uns jetzt entschlossen, nochmal darüber nachdenken, was können wir euch hier noch für einen guten Content bieten. Und dann ist mir aufgefallen, naja, wenn man etwas sehr, sehr lang macht, dann entfernt man sich oftmals so ein bisschen von den Basics. Ne? Dann ist man oftmals ein bisschen von den Basics weg, weil für mich sind ja viele Dinge, ich meine, ich mache das jetzt, keine Ahnung, Börse über fast 30 Jahre, ne? Da ist für mich ja vieles vollkommen klar. Aber es gibt ja immer wieder, vielleicht bist du gerade jemand, der hier zuschaut, wer neu dazu kommt. Und deswegen fangen wir jetzt an und machen nochmal Back to Basics. Ne? Wir fangen nochmal an, wirklich so auf grundlegende Dinge einzugehen. Das heißt, wir werden auch nochmal Videos, die wir damals gedreht haben, nochmal neu drehen. Mit dem, was hat sich in den Jahren verändert? Was ist neu dazugekommen? Welche neuen Erkenntnisse sind dazugekommen? Wer mein Buch gelesen hat, ich weiß nicht, habe ich es jetzt gerade hier liegen? Doch, hier. Ja, wer mal das Buch hier gelesen hat, Optionsstrategien für die Praxis, ne? 2011 erschienen. Immer noch kaufenswert übrigens. Ne? Also wir sind fast an Harry Potter jetzt dran. Nein, aber das ist 2011 erschienen. Alles, was da drin steht, stimmt noch. Aber Details ändern sich natürlich. Und deswegen will ich mit euch in den nächsten Wochen und Monaten hier einfach nochmal wirklich viele Basics auch machen. Wir werden immer wieder aktuelle Themen auch anstreuen, aber wir machen immer auch wieder Basics. Und heute will ich euch nochmal zeigen, als allererstes, wie oder was war eigentlich der Punkt, was mich so fasziniert hat beim Optionshandeln. Vor allen Dingen beim Optionsverkaufen. Ja? Und ich bin ja auf diese Idee mit dem Optionsverkaufen schon vor langer, langer Zeit gestoßen worden. Ich war mal im Urlaub und da war jemand mit, der hat Optionen verkauft. Ich habe es ehrlich gesagt nicht verstanden, was er da gemacht hat. Aber die Grundidee, die fand ich faszinierend. Und deswegen will ich euch heute die nochmal zeigen. Das war jetzt ein langes Intro, also los geht's. Es geht beim Verkaufen von Optionen oder überhaupt beim Handel von Optionen, muss man sich entscheiden zwischen einem sogenannten direktionalen Handel und einem non-direktionalen Handel. Beides hat seine Vor- und Nachteile und für mich der alles entscheidende Vorteil beim Verkauf von Optionen war die größere Trefferwahrscheinlichkeit. Und ich will euch das an einem ganz einfachen Beispiel erklären. Ob das jetzt übrigens ein Rohstoff ist, den wir mit Future-Optionen abdecken, oder ob das eine Währung ist, oder ob das ein Zinsmarkt ist, oder ob das Aktien sind, das spielt im Grunde überhaupt keine Rolle. Wichtig ist nur das Grundprinzip, ne, dass man das versteht. Und zwar stellen wir uns Folgendes vor. Wir haben hier irgendeinen Markt, lass es eine Aktie sein, was auch immer. Und jetzt habe ich eine bestimmte Erwartungshaltung. Meine Erwartungshaltung ist eben beispielsweise, dass ich sage, okay, ich glaube, dass diese Aktie, dass dieser Rohstoff, was auch immer, dass der tendenziell steigt. So. Und jetzt könntest du ja Folgendes machen. Du könntest sagen, okay, dann kaufe ich doch hier diesen, wir sagen jetzt mal, es ist eine Aktie, dann kaufe ich doch diese Aktie. Und wenn die steigt, ja, dann verdiene ich halt eben auch entsprechend Geld. Ne? Und das ist sogenannter direktionaler Handel. Du kaufst etwas in der Erwartungshaltung, dass es steigt und du verdienst Geld, wenn deine Erwartungshaltung tatsächlich auch so 1:1 eintrifft. Wenn dagegen etwas passiert, das nicht so ist wie deine Erwartungshaltung, dann sieht es schlecht für dich aus. Also, wenn es steigt, okay, dann hier wird es ein Gewinner. Wenn jetzt allerdings der Markt seitwärts geht, dann ist gerade im Bereich Optionen, du weißt, Optionen beinhalten Zeitwert. Falls du es nicht weißt, schreib mir das rein, dann machen wir noch ein Video über Zeitwert. Wenn es seitwärts geht, wird die Option immer, immer weniger wert. Das Recht, was du dir gekauft hast, wird immer weniger wert. Und damit wird diese Option wertlos verfallen. Du verlierst Geld. Und wenn natürlich der Markt nach unten geht, wenn die Aktie also fällt,
und du hast einen Call gekauft, auch dann wirst du entsprechend Geld verlieren. Das heißt also, wenn wir uns anschauen, es gibt ja nur diese drei Möglichkeiten in dem Falle, es steigt, es geht seitwärts oder es fällt, dann hast du zwei von drei Möglichkeiten, wo du Geld verlierst. Das heißt also, egal wie du das jetzt heraussuchst, egal wie du jetzt erstmal bestimmst, welche Option du nimmst und so weiter und so fort, du hast eine Trefferwahrscheinlichkeit, eine theoretische Trefferwahrscheinlichkeit von ein Drittel bzw. 33%. So, 33%. Und jetzt mal völlig unabhängig davon, es gibt ja Handelssysteme, die funktionieren auch mit einer Trefferquote von 33%. Du musst halt nur entsprechend große Gewinntrades machen. Das Problem dabei ist für die meisten, dass du auf Dauer das nicht durchhältst, weil du eben viele, viele Verlierer hast. Weil wenn wir jetzt mal sagen, okay, du machst 100 Trades und du hast 33 Gewinner, aber eben 66 oder 67 Verlierer, dann heißt es ja nicht, dass sie immer schön abwechselnd kommen. Ne? Sondern es kann ja auch sein, du hast mal 10 Verlierer hintereinander. Das ist übrigens der Grund, warum Trendfolge für die meisten privaten Händler nicht funktioniert. Trendfolge per se funktioniert natürlich, ne? Da brauchen wir uns überhaupt nicht unterhalten. Aber diese ganzen Dinge wie Markttechnik zum Beispiel, markttechnische Ansätze, warum verdienen die Leute damit kein Geld? Ne? Und die Leute verdienen damit kein Geld, das ist ein Fakt. Frag jemand, der auf ein Seminar kommt, frag jemand auf einen Börsentag, frag jemand auf einer Messe, was hast du für einen Ansatz? Ich habe einen markttechnischen Ansatz, verdienst du damit Geld? Und die Masse, wenn sie ehrlich ist, würde sagen, nein, ich verdiene damit kein Geld. So, warum? Viele denken dann, Markttechnik funktioniert nicht. Doch, natürlich funktioniert die. Ne? Das ist eine logische Sache und klar funktioniert die. Aber das Problem ist einfach, die meisten Leute halten das nicht aus, wenn es eben 5, 6, 7 Mal gegen sie läuft. Und dann ist so der Klassiker, ne? Ich erkläre das immer so, stell dir vor, du machst einen Trade. Wir reden jetzt mal von Trading, ne? Ob das jetzt ein bisschen längerfristig ist oder kurzfristig, spielt keine Rolle. Jetzt stell dir einfach vor, du hast so eine geringe Trefferquote und jetzt passiert Folgendes. Ne? Du machst den ersten Trade und hier minus 100 Dollar, sagst, ja, okay, ist ja alles in Ordnung. Und dann machst du hier nochmal einen Trade, wieder minus 100 Dollar. Und jetzt machst du wieder einen Trade und jetzt sagst vielleicht, was weiß ich, hier wieder minus 100 Dollar und du bist jetzt schon 300 Dollar hinten. So, und jetzt machen wir mal so einen ganz stinknormalen markttechnischen Ansatz, ne, der irgendwie so aussieht, du hast so eine 1-2-3-Formation, gehst hier irgendwie, kaufst du jetzt an der Stelle direktional, ne, du kaufst jetzt direktional, der Markt muss jetzt auch steigen und jetzt passiert Folgendes, der Markt geht nach oben, du liegst 100 Dollar im Plus und jetzt denkst du dir so innerlich, yes, jetzt geht's los. Ne? So, super. So, und dann steigt der Markt noch ein bisschen weiter und du bist jetzt schon 200 Dollar im Plus. Ne? Du hast vorher 300 Minus gehabt, jetzt bist du 200 im Plus und denkst, hey, super. Und jetzt geht's hier nochmal ein bisschen hoch, jetzt bist du vielleicht bei 300 Plus. So, und du sagst ja, endlich wird's jetzt was. Ne? Endlich kommt jetzt die Trefferquote und ich muss die Gewinner laufen lassen und so weiter und so fort. Was passiert jetzt aber hier? Ne? Das kennst du auch. Es geht wieder ein Stück zurück, du bist bei 200, geht nochmal ein Stück zurück, du bist bei 100 und jetzt fängt es hier oben an zu arbeiten. Du sagst, ich hatte schon 300, ich hätte eine ausgeglichene Bilanz, jetzt habe ich bloß noch 100, liegt wieder 200 hinten, was mache ich mal lieber? Ich mache den Trade zu, ne? Dann wird der Trade zugemacht, damit ich mal wenigstens 100 Dollar Gewinn habe. So, und was passiert natürlich danach? Logisch. Das Ding geht hier nach oben weg, du hättest einen Tausender verdient, hättest also unterm Strich Geld verdient. Und was ist aber jetzt hier passiert? Du hast natürlich nichts verdient. Ne? Und das ist das Dilemma von 95% aller privaten Investoren, die Markttechnik traden. Die halten das mental nicht durch, dieses permanent hier auf die Mütze kriegen. So, und dann versuchen sie hier irgendwie was rumzubasteln oder hier, aber es funktioniert halt einfach nicht. Deswegen musst du es umdrehen. Ne? Deswegen musst du sagen, okay, wie kann ich es denn schaffen, hier eine höhere Trefferquote zu bekommen? Und die höhere Trefferquote schaffst du eben über non-direktionales Trading. Und was ist non-direktionales Trading? Du merkst dir mal diese Ausgangssituation, ein Drittel Trefferquote, okay? Und jetzt machen wir was anderes. Und zwar, selbe Situation, selbe Aktie. Und du sagst dir, okay, meine Erwartungshaltung ist jetzt wieder die gleiche, nämlich, dass diese Aktie weiter steigt. Aber in dem Moment drehst du das Ganze um und sagst, gut, ich erwarte zwar, dass die Aktie weiter steigt, aber meine am Markt platzierte Wette, meine Investmentidee ist, dass sie nicht mehr unter einem bestimmten Punkt zurückfällt. Okay? Du sagst also zum Beispiel, okay, die fällt nicht mehr hier unten drunter.
Und das ist sogenanntes non-direktionales Trading. Und jetzt sieht das Ganze plötzlich ganz, ganz anders aus. Denn was passiert jetzt? Und da kann ich wieder den grünen nehmen. Wenn die ganze Aktie weiterhin steigt, geht dann diese Wette auf. Jawohl, weil sie ist ja nicht mehr auf den Punkt zurückgekommen. Du hast irgendwo hier eine Laufzeit, was weiß ich. Zack. Also das heißt, wenn die steigt und ist am Ende der Laufzeit hier über diesem Punkt, von dem du gesagt hast, da fällt sie nicht mehr drunter, hast du gewonnen. Was ist jetzt aber bei einer Seitwärtsbewegung? Genau das Gleiche. Auch da verdienst du jetzt Geld, weil der Punkt ist ja nicht erreicht. Die fällt nicht mehr hier unten drunter. Das heißt, schon in dem Fall liegst du richtig. Was ist jetzt sogar, wenn die Aktie fällt? Du erwartest, dass sie steigt. Jetzt fängt sie an zu fallen und fällt ein bisschen runter, aber eben nicht dahin. Das heißt, jetzt hast du plötzlich drei Fälle, wo du Geld verdienen kannst. Und bevor jetzt jemand denkt, das ist Zauberei, nein, es gibt natürlich auch einen Fall, wo du verlieren kannst, auch das ist ganz klar. Und dieser Fall, wo du verlieren kannst, wäre natürlich dieser hier. So, also dass es darunter geht. Aber wenn du dir jetzt das mal anschaust, jetzt gibt es plötzlich vier Fälle. 1, 2, 3, 4, es steigt, es geht seitwärts, es fällt leicht oder es fällt stark. Dann hast du plötzlich nur noch 25% der Fälle, wo du statistisch gesehen verlierst, aber 75% der Fälle, wo du gewinnst. Und was unsere Kunden, unsere langjährigen Kunden sagen, der Grund, warum sie mit Optionsverkauf Geld verdienen, und es geht jetzt noch nicht um die Strategien und was du da machst und so weiter und so fort, das spielt überhaupt keine Rolle. Der Grund ist einfach der, du hast ganz, ganz häufig Erfolgserlebnisse. Das heißt also, es ist nicht wie hier, dass du sagst, Verlust, Verlust, Verlust und dann mal ein Gewinner, sondern du hast jetzt Gewinner, 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 Verlust. Gewinner, 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 Verlust. Ne? Natürlich auch nicht gleichmäßig verteilt, aber von der Grundidee. Und das bedeutet, du hast viel, viel mehr Erfolgserlebnisse. Und Börsengewinne entstehen hier oben. Die entstehen nicht hier, die entstehen nicht im Markt. Die entstehen hier oben, weil was nützt dir das, wenn du den tollsten Ansatz hast, wenn du den perfekten Stop hast, wenn du das tollste System hast, wenn du es aber mental nicht durchhalten kannst. Ja, das nützt dir nichts. Und aus dem Grunde ist es für die allermeisten Privatanleger eben das Beste, wenn sie sich Ansätze holen, wenn sie sich mit Ansätzen beschäftigen, die einen hohen Erwartungswert haben, wo sie einfach eine hohe Trefferquote haben. Es geht nicht darum, was bringt der einzelne Trade, ne? Weil die Erfahrenen jetzt und die Permanentkritiker, die werden natürlich jetzt sagen, ja, aber dann ist doch hier der Gewinn ist doch auch viel kleiner als der einzelne Trade und so weiter. Und da sehe ich aber, dass die sowas sagen, haben es nicht verstanden, weil in einem Geschäft geht es nicht darum, wie hoch ist der einzelne Gewinn, sondern geht es immer darum, was bringt mir das auf Summe über 100, 200, 500, 1000, 10.000 Trades innerhalb der nächsten 10 Jahre. Und da ist natürlich so ein Ansatz hier viel eher auch mental zu schaffen, viel mentaler oder viel besser umzusetzen und damit auch langfristig kannst du damit viel, viel mehr Geld verdienen. Und deswegen solltest du dich mit non-direktionalen Trading-Ansätzen, mit non-direktionalen Investment-Ansätzen beschäftigen. Und das ist ja zum Beispiel auch etwas, was für einen Langfristanleger total spannend ist. Ne? Ich sage jetzt hier mal nur, für die sich schon ein bisschen auskennen, Cash Secured Puts und so weiter und so fort. Und deswegen mein Tipp für euch, beschäftigt euch mit dem Thema non-direktionales Anlegen, das bedeutet im Optionshandel Verkauf von Optionen, sprich beschäftigt euch mit dem Verkauf von Optionen und ihr werdet sehen, dass ihr nur, weil ihr die Sichtweise auf den Markt ändert, ne, ihr habt immer noch die Erwartung, dass der Markt steigt, aber ihr sagt, hey, ich wette nicht mehr darauf, dass er steigt, sondern nur, dass er nicht mehr unter einen bestimmten Punkt fällt. Das wird euch schon viel, viel eher auf die Gewinnerstraße bringen, als wenn ihr immer sagt, ich muss genau den Punkt treffen, von wo es dann auch steigt. Okay? Das war's für heute. Ganz, ganz wichtiges Video aus meiner Sicht heraus, weil ich einfach weiß, dass in den letzten Jahren diese Sicht auf die Dinge ganz vielen Menschen geholfen hat, zu Gewinnern zu werden. Ja, und ich sehe das ja jeden Tag. Ich sehe ja, was wir für Rückmeldungen haben. Ich spreche mit Kunden jeden Tag und deswegen weiß ich auch, dass es funktioniert. So, wenn du jetzt sagst, okay, das interessiert mich auch, dann hier unten gibt es einen Link.
www.optionsstrategien.com/termin. Du kannst dich da eintragen. Da gibt es ein kostenloses Erstberatungsgespräch mit mir oder mit jemand aus meinem Team. Und dann kannst du mal deine Situation schildern. Wir zeigen dir eine Möglichkeit auf, anhand deiner spezifischen Situation, wie du das hier für dich nutzen kannst. Und dann kannst auch du auf die Gewinnerstraße kommen. In diesem Sinne, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss, servus, macht's gut. Bye, bye.